So, heute geht's weiter mit der Route 8 im Rückweg. Wir sind mal wieder oben in Sonnstein und fahren die Route 8 im Ping-Pong-Modus. Warum Ping-Pong-Modus? Ganz einfach, weil das Ding mehr Geld bringt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Wir haben vorher noch was mit 10.000, 12.000 pro Dings bekommen. Jetzt sammeln sie aber sich. Blick da. Wenn man Zeit. Das ist schon die nächste. Hier. Wo hab ich denn. Ah, hier bitte. Sie waren schon bei mir. Hier, bitte. Hab ich Ihnen schon gezeigt. Hier ist sie. So. Klar. Na klar. Hier, bitte. Ich hab sie doch schon gezeigt. Gut, egal. Okay. Hier. Gut. Okay, ich habe sie kurz angeschnitten in der letzten Folge am Ende nochmal, weil wir waren im Fahrplan. Jetzt sind wir wieder ausgefahren, weil wir einfach viel zu früh los sind. Ist aber eigentlich jetzt gerade auch nicht tragisch. Wir müssen ja eh kein Geld machen. Wir müssen jetzt eh keine Besonderheiten machen, sondern wir machen heute nur. Und wir sind zumindest dabei, Geld zu machen. Wir müssen nämlich Busse kaufen. Das werden wir hoffentlich nach dieser Folge machen. Vielleicht schaffen sogar schon zwei auf einmal. Zumindest der Gedanke dahinter. Wir müssten. Ja, wir brauchen 10 G-Busse. Wir sind immer noch dran an der tollen Mission mit 15 CNG-Bussen. Und wir haben jetzt 8. Wenn ich so 8 oder 9 haben wir, glaube ich, jetzt. Vielleicht schaffe ich es ja nicht. Also wir sind. Es wird so langsam. So langsam wird es Richtung Ende. Wir werden immer noch weiter Busse kaufen. Ja, wir werden immer Routen erstellen müssen. Wir werden danach mal einen Bus kaufen. Vielleicht zwei, dann haue ich nochmal neue Routen rein. Sonnstein ist so eine nette Stadt mit vielen hübschen Gebäuden. Ja, Sonnstein ist eine Dreckstadt. Ich hasse diese Stadt mittlerweile. Weil das so einfach so, wenn die Routen nicht alle in einer Möglichkeit sind, sondern wir haben immer noch. Ja. Wir müssen hin und her fahren und drehen und was auch immer. Aber das ist nicht schlimm, das ist halt einfach jetzt. Wie gesagt, ich fahre die auf einmal auf 100%, da fahren die NPCs die auf 100%, dann haben wir mehr Geld. Und wir sind mittlerweile, ich meine, 330.000 kosten die Busse, wir haben jetzt 392.000. Wenn ich jetzt nochmal einen Zahltag kriege, vielleicht noch einen zweiten hinterher, dann sind wir bei 120.000 mehr, dann sind wir bei 510.000. Ja, vielleicht hoffen wir, wenn wir 4 Zahltage haben, können wir 2 Busse kaufen. Ich muss mal kurz den Fahrgast hier rauslassen. Es ist gar keiner ausgestiegen. Aber wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Der Fahrgast wollte aussteigen, wir haben ihn angehalten, die Tür aufgemacht, der Fahrgast wollte doch nicht aussteigen. Ist es schlimm? So, links an der Stelle ist der Hauptplatz. Wir sind immer noch unterwegs. Durch Sonnenschein, ja. Der Stadtteil, den ich jetzt mittlerweile so am Lieben gelernt habe. Hast du diesen Stadtteil? Den Stadtteil auf Stufe. Jetzt kommt er am Ende so als letzte Mission. Werte Sonnenschein auf Stufe 20 auf. Bitte nicht. Ich habe das Ding jetzt auf 4. Weil jetzt glaube ich gerade die Folge rausgekommen ist. Ne, wenn die. Während ich jetzt hier am Aufnehmen bin. Wir haben heute den 4.12. Wir haben jetzt gerade 16.05 Uhr, 16.06 Uhr. Das heißt, gerade ist die Folge Bus-Simulator rausgekommen. Die quasi letzte Folge vor dieser Aufnahmesession. Also das Ding ist quasi jetzt alles noch eine Aufnahmesession hier. Deswegen. Wir sind jetzt bei Folge 5 insgesamt. Wie gesagt, ich muss ja ein bisschen vorbereiten. Weil, wie gesagt, habe ich gesagt, am Wochenende habe ich besucht. Das heißt, meine Eltern sind da. Dementsprechend habe ich jetzt nicht die Mega-Zeit am Wochenende noch aufzunehmen. Ich habe jetzt 2-3 Tage, wo ich schaffe. FIFA habe ich jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich schaffe jetzt noch ein bisschen Bus-Simulator, weil wir die Folgen haben. Eigentlich war ja, aber so, müssen wir mal gucken, ob wir die Woche noch was anderes hinkriegen. Ich schätze Ihre Pünktlichkeit. Und dein neuer Zahltag.
66.300 haben wir gerade reingekriegt. Sehr geil. Werbeeinnahmen. Wir sind mittlerweile bei $28.000 als Werbeeinnahme. Ich sag ja, es macht einen Sinn, das mit Werbung voll zu ballern. Was ich vorher auch nicht gemacht habe. Vorher aber die Kohle, aber die brauchten sowieso rausgehauen. Was war das jetzt? Ich habe von meinem Enkel gehört, dass es einen Hund an der Universität gibt. Ach, da hinten. Genau, schlafender Fahrgast war das. Moin, Zen, aufwachen. Dankeschön. Sandstein. Ja, 50.000. Wir brauchen jetzt noch 170.000 für einen weiteren Bus. Ja, hier ist der Vorteil, wir können hier winden. Hier ist es wirklich. Ich werde hier ein bisschen den Wendeplatz gehen. Kann ich da einfach durchfahren? Ja, jetzt war es. Warte mal, geht das ganz einfach? Kann ich? Weil es da wirklich gibt? Komme ich da in der Kirche rum? Ja, ne? Ne, komme ich nicht rum, ne? Jetzt muss ich aufpassen, weil ich bin da auf dem Bürgersteig, auf dem Überweg stehe. So Schwachsinn, dass ich das jetzt mal wenden muss. Ja, Controller ist leer. Ich hoffe, dass ich den gleich wechseln kann. Aber ich will den nie gleich wechseln. Ja, wie soll man auch, wie gesagt, quer durch Sonnstein. Unterwegs, diesen Stadtteil, ich liebe diesen Stadtteil mittlerweile. Ja, nein, ich liebe dich. Ich hasse Sonnenschein. Wie gesagt, die ganzen Serpentinen, das ist Katastrophe. Wie gesagt, auch nur musste jedes Mal solchen Wechsel-Dingsmanöver bringen. Solche Wendemanöver. So. Naja, wir sind ja kurz noch mal durch. Wir haben jetzt sowieso nicht mehr allzu viele Haltestellen, ne? Auf so einer Runde wird getriggert. 70, bitte an, bitte halt, Geschwindigkeit anhalten. So, haben wir eine Haltestelle irgendwo? Eigentlich unterwegs? Gar nicht, ne? Aufpassen, nicht, dass wir zu nah an die Dings fahren. Probier das Bremsen. Ich habe nur normal runtergebremst. Ja, da vorne ist noch eine Haltestelle. Den Break habe ich nur übrigens reingemacht, damit ich von dem Zeitraum zwischen 20 und 25 Minuten komme, weil, wie gesagt, nochmal, ich muss vorbereiten. Ich bin am Vorbereiten gerade komplett, dass ich euch da die Folgen bringen kann. Vorteil ist, ich muss nicht so lange arbeiten die Woche. Ich kann also quasi damit, dass wir uns Steine noch ein bisschen hochladen. Ich habe eine falsche Haltestelle. Hä? Ich bin halt schon vorbeigefahren. Bin ich an der Bushaltestelle vorbeigefahren? Sonnenschein, Unterstand, wir sind bei 35 Minuten? Ich komme schon wieder zu spät zum Zeichenunterricht. Wo bin ich an der Haltestelle vorbei? Ich bin doch hier nicht vorbeigefahren. Hä? Das war doch eine normale Haltestelle, die habe ich angehalten. Okay. Alter, wo kommt denn jetzt mit den 35 Minuten mit der her? Das kann unterwegs sein. 14 Minuten würde ich sagen, ja, aber die 5 Minuten. Oder brauchen wir jetzt wirklich noch Sonnenschein für 25 Minuten? Wie bin ich denn hier gelandet? Das hat sich ein Fahrgast bei mir auch schon mal gedacht. Den habe ich mal mitgenommen, bis auf meiner Linie. Also, ich habe ja die Möller gewissen, ich brauche jetzt ja nicht von Leipzig. So, den habe ich aus Leipzig mitgenommen, nach Bad Düben. Also, Linie 196, mit der wir fahren.
Stunde. Und das und der war, saß im Bus bei mir, hat mir vorne eine Karte hingelegt für alle Netze, alle Netzkarte. So, okay, hat sich da hingesetzt, Kopfhörer rein, so wie der Kollege jetzt hier gerade mit seiner scheiß lauten Musik. Ja, apropos lauter Musik, wussten du hier. Durchgefahren, letzte Haltestelle. Gucke, bleibt sitzen. Chef, willst du nicht aufstehen? Er guckt. Und sagt, wo sind wir hier? Ja, aber Typen, wo sonst? Ja, ich muss hier gar nicht hin. Ist okay, musst nur hin. Ja, Merseburg. Also, ganz andere Richtung. Der saß die ganze Zeit im falschen Bus, hat sich mitbekommen. Ja, ich kann es auch nicht richten. Der hat ja vorher eigentlich auch nicht gesagt, wo er hin wollte. Er hat mir die Karte hingelegt. Ich habe gesagt, das ist okay. Ist hingesetzt, das war's. So, Tageskarte, 3 Stück. Warte mal, Wochenkarte wolltest du haben, ne? Will der lang? Du willst abbiegen, ne? Oder willst du jetzt rein? Ja, du bist ab. Okay. So, nächste Haltestelle wird viel besser. Also ich habe Gefühl, dass er nur eine Haltestelle verpasst. Mindestens eine Haltestelle verpasst hat, weil ich glaube, das reicht doch nicht von der Zeit her. West, Ost, Müllerstraße, ja, das sind jetzt 3 Haltestellen. Also er sagt mir, ich hätte eine Haltestelle verpasst. Ich habe keine Haltestelle verpasst, ich habe alles angefangen. Naja, ist halt so. Wir sind offiziell bei 33 Minuten minus, also wenn das oder beziehungsweise zu früh. Was eigentlich schon mal gar nicht sein kann, aber gut. Egal. Das ist mir scheißegal. Nein, aber keine Ahnung, wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Zeit herkommt. Also der hat ja über 20 Minuten drauf gewartet. Und ich bin ja alle die komplette Route gefahren, ich bin ja alle schon lange gefahren. Und da habe ich tatsächlich. Oder bin ich da, wo ich eigentlich hätte gar nicht geradeaus fahren sollen, rechts abzubiegen, geradeaus weitergefahren? Das kann natürlich der Grund sein. Das wird es erklären. Dass ich da nicht irgendeinen Schlenker nicht mitgenommen habe. Naja, ist dann halt so. Wir sind eh kurz vorm Ende. Das erklärt, warum wir auch so mega Zeit. Dann habe ich irgendwo einen Fehler gemacht. Scheinbar. Ich glaube, ich bin irgendwo nicht abgebogen. Das kann doch nicht sein. Wir sind an einer Stelle, wo wir geradeaus weitergefahren sind, wo es auch hätte rechts gehen können. Ich glaube, da bin ich nicht abgebogen. Da hätte ich dann rechts abbiegen müssen. Dann würde das auch geklären. Wir sind hier aus dem Pappis. Wir sind hier komplett raus aus der Nummer. Aber ist nicht tragisch. Ist nicht tragisch. Alles ist gut. Wir haben jetzt an der nächsten Haltestelle den nächsten Zahltag. Und ich hoffe, dass wir vielleicht am Ende nochmal. Ne, am Ende kriegen wir keinen. Wir kriegen hoffentlich am Ende nochmal der Route einen. Ja, das wird erklären. Okay, dann ist die Folge ein bisschen. Ist egal, alles ist gut. So, Shopping Tour ist diese Mission. Ja, die ist halt ätzend. So, dann haben wir jetzt die letzte. Nee, vorletzte Haltestelle. Mittelfeld Ost. Und dann geht es zur Müllerstraße und dann sind wir verfrüht durch. Mit der Folge heute. Aber da gehen wir heute nochmal neu. Gehen wir nochmal neue Busse kaufen. Alter! Selbstmordkommando oder was? Ey, das ist jetzt schon die Endstation. Wir sind in der Müllerstraße.
Naja, wir haben nochmal einen Zeittag. Ja, krass. Ich hab das schon. Gut, drei Bushaltestellen. Ja, das erklärt's. Okay, ich verstehe. Dafür kriegen wir weniger Geld, oder? Naja, nö, haben wir nicht. Wir haben das gleiche sogar noch. Verbandern, die werden wir momentan gleich. Gut, dann haben wir sie jetzt auf 100%. Das, was ich eigentlich haben wollte. Ich springe jetzt aus dem Bus. So, wir werden jetzt nochmal einen Bus kaufen gehen. Wir haben jetzt 500 auf 1000. So, jetzt kurz mal zum Dealership. Wir müssen neue Busse kaufen. Nicht so, weil ich daran gedacht habe, aus dem Bus rauszuspringen, weil den lasse ich da stehen. So, was haben wir denn hier? 30.000 Urbanbaker zu kaufen. Den kaufen wir jetzt. Da war der nächsten. Und dann muss ich mal gucken, wie viel wir haben überhaupt schon mittlerweile. So. Jo. Dann haben wir noch 190.000 jetzt. Also, zwei Zeittage. Ich baller jetzt kurz mal eine neue Route rein. Was machen wir denn immer denn? Haben wir davon noch gar nicht drin gehabt? Was haben wir schon lange nicht mehr gefahren? Haben wir eigentlich was alle, ne? In Haltestellen. Zentraler Busbahnhof. Siegesstraße. Aber hier den Scheiß machen. Ich fahre jetzt mal wieder hier diese im Kreis Mission. Rathausgasse. Rathauspark. Rathaus. Rathauspark. Rathausgasse. Rathauspark. Rathaus. Oh mein Gott. Rathauspark. Rathaus. Nehmen wir das Rathaus mal raus. Nee, wir nehmen es rein. Wir nehmen das Rathaus wieder rein und dann gehen wir hier auf die Haltestelle. Warte. Ja. Handelszentrum. Limits. Alte Brauerei. Ja. Alte Brauerei. St. Paulus Inn. St. Paulus Inn. St. Paulus Inn. Seilerstraße. Alte Brauerei. Handelszentrum. Goliathgasse. Klögerpark. So. Gut, die bringt uns jetzt im Ping-Pong-Modus, bringt die uns jetzt 67.000. So, dann haben wir das auch durch. Dann nehmen wir die mit rein. Nein. Bist du jetzt... Ja, das ist Sunshine. Ja, Old Town. Gut, die kann man ja wieder ein bisschen splitten. Wir haben doch gar kein Bus da drauf, ne? Machen wir doch da mal ein. Ja, den haben wir da drauf. Und bringt uns wieder weitere 10.000 mehr. Jetzt sind wir bei 77.000, fast 80.000 pro Route. Ne? Gut, liebe Leute,
Also, wir müssen anpassen, ne? Warte mal, noch schnell, bevor wir es jetzt vergessen. Wir kriegen ja noch mal weiter Werbe und Einnahmen. Fahrzeug wechseln. Auf einen unserer Busse. Was ist es, der hier? Ja. So, jetzt mal anpassen. Aufgemacht. Wir haben noch gar nicht so viel Farben. So gerade so ein bisschen. So, wir haben jetzt 8 Busse von 15. Wir brauchen also noch 7. Das heißt, wir brauchen noch so 2,3 Millionen insgesamt. Sprich, auch so ca. 2,1 Millionen. Bei Dings, was wir momentan kriegen von 80.000, wisst ihr ungefähr, was wir zu fahren haben noch. Ah, alles ist gut. Kriegen wir schon gesehen. So, fertig. Bus ist gekauft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Bus Simulator 21. Und dann geht es darum, Kohle zu generieren. ZOB Hauptbahnhof. Ah, deswegen steht beides sogar drauf. ZOB Hauptbahnhof Linie 8, ja. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet hier beim Bus Simulator 21. Und dann geht's weiter, ne? Mit der nächsten Route. Bis dann. Ciao.